willkommen! Heute habe ich wieder viele neue Sachen für dich, die entdeckt wurden. Auch in Sachen Quest sind noch mehr Hinweise aufgetaucht. Und die muss ich dir sofort zeigen. Ich bin so aufgeregt. Also, eine Speerin ist verschwunden. Ich vermute, das ist Zahar und Zahar 2. Die soll Whitewoods erkunden und ist nicht zurückgekehrt. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe das schon längst gemacht. Und hier in Feargrove ist Tatsache ein E aufgetaucht, also etwas, was man anklicken kann. Nur hier ist nichts. Und ja, ich habe versucht, es anzuklicken, aber es passiert nichts. Und da es genau zur Passage nach Whitewoods ist und der Höhe nach zu urteilen ziemlich niedrig, könnte es nicht sein, dass dieser kleine Wicht hier ist und dass hier genau an diesem Punkt die Quest beginnt? Denn wenn man durchreitet, ist man ja gleich bei Gary und dort steht dann auch, wie ich vermute, eine neue Nachtreiterin, die irgendetwas oder irgendwem beobachtet. Und da will ich mich bedanken bei Luise, Annika, Marianne und Lena. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das Ganze könnte viel weitreichender sein, als wir uns so vorstellen können. Denn die North Wolf Company hat was ganz Besonderes entdeckt. Denn das bringt mich wirklich zum Denken. Es ist ein Grabstein. Hier in Dolls Abbey, wenn du rechts an der Ruine vorbeigehst und nach unten, und dort der erste Stein dir begegnet, ist es der Grabstein, der sogar einen Namen trägt. Lila Athena Hallenberg. Sagt mir nichts. Gehört sie zu einer Quest? Tja, ich hab's mal gegoogelt. Vielleicht hat es ja was mit den neuen Büchern zu tun, wo ich keine Ahnung habe. Ich habe sie nie gelesen. Aber es kam was ganz, ganz anderes raus. Es ist die Game Designerin von Star Stable. Diese hier. Ich frag mich jetzt wirklich, ist sie, nun ja, tot? Oder wollte man ihr ein ganz außergewöhnliches Denkmal setzen? Ich habe ja schon gehört, dass Spieleentwickler sich wirklich, wirklich gerne in den eigenen Spielen verewigen. Aber das hier ist ein wenig makaber, oder? Was denkst du? Ich weiß jetzt nicht, was mit ihr los ist. Und wie es scheint, hat sie schon seit längerer Zeit nichts mehr gepostet. Aber das kann auch nichts bedeuten. Ich persönlich poste auch so wenig. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber ich würde es echt gerne wissen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an die Wars Company, die es mir gesagt hat. Bei diesem Update wurden ja die ganzen Pferde reduziert. Die Quarter Horse, die Curlies sind nun alle für eine gewisse Zeit günstiger. Aber wenn du die Horse öffnest, wurde es nicht reduziert. Das ist wirklich ein wenig doof. Dafür hat aber Ali herausgefunden, dass dieses Pferd aus der App hier sowieso steht und auch reduziert wurde. Also wer das schon immer aus der App haben wollte, aber es nicht lange großziehen wollte, kann es jetzt einfach so holen. Allerdings geht es noch ein wenig komplizierter. Hey, mir ist gerade aufgefallen, dass das mehlbraune American Quarter Horse von der Starshine Ranch entfernt wurde. Und dafür das Blauschimmel, der eigentlich in der App ist, dort steht. Der Blauschimmel ist aber noch in der App und der mehlbraune ist irgendwie komplett verschwunden. Auch nicht in der App. Also was da wieder drunter drüber lief, ich kann es nur raten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch für diesen Hinweis. Mit den ganzen Pferden komme ich einfach nicht mehr hinterher. Übrigens, es sind noch mehr Anbindestellen hier an der Reithalle entstanden. Vielleicht werden hier auch ein paar Easter verkauft für diejenigen, die noch nicht nach Epona können. Wer weiß. Auf jeden Fall vielen Dank an Julia, sie hat es mir geschickt. Das hier ist wieder so eine echt lustige Sache, wo ich mich wieder frage, warum Star Stable? Warum? Aber das Warum sollte ich mich eigentlich gar nicht mehr fragen. Okay, du erinnerst dich wahrscheinlich an das Geburtstagsset von Star Stable, das man bei Mel kaufen konnte. Nu, es ist wieder da. Tada! Und ja, du kannst einfach wieder dort kaufen. Ich hatte ja die Gamaschen nicht gekauft und sie sind auch wieder für mich da. Das bedeutet, wo das komplette Set da sein muss. Wirklich, wirklich cool auch irgendwie. Aber ich befürchte, das ist nicht von Star Stable gewollt. Also wer sich das damals nicht kaufen konnte oder vergessen hat zu holen, kann sich jetzt das komplette Set holen oder auch nur ein paar Teile davon. Und geh bitte mal hin und schau mal, ob du die Geburtstagskarte dort finden kannst, ob es die auch zu kaufen gibt. Das würde ich wirklich gerne wissen. Vielen, vielen Dank an Ariane, die mit uns diesen Tipp geteilt hat. Hey, du brauchst sicherlich Jubik-Schillinge, oder? Und zwar viele? Da habe ich den passenden Geheimtipp für dich. Du erinnerst dich bestimmt an das Halloween-Shirt, das man mit dem Gutscheincode kaufen konnte? Ja, genau das. Dies kannst du mich jetzt auch noch, obwohl Halloween schon lange vorbei ist, immer noch mit dem Gutscheincode einlösen. Und das nicht nur einmal, sondern so oft du möchtest. Schau mal, hier gebe ich es ein, es wird angenommen, warte jetzt erstmal eine Minute, gebe es nochmal ein und schups, es funktioniert schon wieder. Und für jedes Shirt bekommst du 60 Jovik-Schillinge.
Das ist doch super, oder? Verkauf es einfach und schwimme in Jovik-Schlingen. Vielen, vielen Dank, Lena, für diesen Tipp. Ich weiß, Halloween ist noch wirklich vorbei und wir haben damit abgeschlossen. Aber das muss ich dir noch zeigen. Schau dir es an. Dieser Rabe fliegt auf den Kopf. Das ist so besonders. Ich liebe es. Ich habe auch dazu so viele Bilder bekommen. Es war einfach so beliebt. Und leider hat sich das wieder nach ganz kurzer Zeit wieder regeneriert und der Flug wieder normal. Vielen Dank an Amelie, Ariana, Maus, Hurt Horses und Sina. Vielen Dank euch. Und Star Stable ist doch irgendwie kreativ, oder? Leute, es ist soweit. Die schönste Zeit des Jahres beginnt bald. Und es gibt auch schon die ersten Bilder aus dem Winterdorf. Und da ist mir sofort was aufgefallen. Dieser Aufstieg hier, zu dem Punkt, wo man gebracht wird, wenn man ins Dorf fährt, hat sich total verändert. Schau mal, es sieht jetzt so viel besser aus. Das sind so Fels- und Eisformationen jetzt, die früher nicht da waren. Diese besondere Eisrutsche hier flog förmlich und war gar nicht abgestützt. Es sieht jetzt einfach mal tausendmal besser aus. Babel hat es auch entdeckt und mir sogar noch ein Vergleichsbild gegeben. Da hat sie wirklich was getan. Und so wie sich da was getan hat, könnte es doch sein, dass sich an anderen Stellen des Dorfes auch was grafisch gemacht wurde und eine Bearbeitung vorgenommen wurde. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten, wenn wir dann ins Dorf fahren. So, das war's. Wir haben wirklich diese Woche vieles gehabt. Ich hoffe, dir hat es wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn du hier abonnierst. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.